Der Preis der Mobilität. Ich nenne das gesellschaftlich akzeptierten Massenmord. Die alten Menschen in Deutschland haben Angst vor Al-Qaida. An ihrer Stelle hätte ich Angst vor deutschen Busfahrern. Oh, I love you more than words can say. Ladies and gentlemen, boys and girls, yes, you know what time it is. It's me again, your boy Shed, the one and only, and we are back here today on this beautiful day, guys. Okay, so you guys have been asking me for a part 5 of Vocal Pispers, history of the USA, and blah, 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 blah. So without saying too much, guys, I'm gonna go straight to action and check this out. I've been waiting for this. I've been a bit busy this weekend, so that's why I didn't do it earlier. But today we are going straight to action. Ich heiße Shady Shay. No. Ich bin Shady Shay, the Anziger. Wie geht's? How you guys all doing today? So that's it too much. Let's go straight to action and get this started. Vocal Pispers. You know what? We need someone like Vocal Pispers in these days. So guys, if you know anyone that is like Vocal Pispers, okay, a very current one, do let me know. And trust me, I'm gonna go straight on it. Straight! Alright then, let's go straight to action. So first of all, I'm gonna smash like, okay? I'm subscribed already. Make sure you smash like and subscribe my channel too. Okay, let's do this. So, and every time you think more stupid is impossible, then you get Theresa May. Und das denke ich bei Schröder in immer kürzeren Abständen. Immer wenn du meinst, blöder geht's nicht mehr, kommt von irgendwo ein Merkel her. Yo, shots at Merkel. Wieder einen draufgesetzt. Angela okay. Merkel hat ja wirklich versucht, Karriere als Buschzäpfchen zu machen. So, a Bush suppository. A suppository is a solid medical preparation in a roughly conical or cylindrical shape designed to be inserted into the rectum of a vajayjay to dissolve. Okay. Und sie hat es angekündigt. Kurz nach den Anschlägen auf einer Pressekonferenz sagte diese Frau wörtlich, Solidarität heißt, im Zweifelsfall zu allem bereit zu sein. Look at his look. Die Pumps zusammenzuschlagen. Zu allem bereit, Merkel. Von solchen Menschen wurde Deutschland immer gerne regiert, nicht? Naja, ready for anything, zu allem bereit. Ami Befehl, ich folge dir, oder was? 40 Jahre Diktatur gehen wohl doch nicht so spurlos an der Festplatte vorbei. Was that mean? 40 years of dictatorship. Well, this 40-year dictatorship, is it talking about Spain or talking about Germany? 40 Jahre Diktatur gehen wohl doch nicht so spurlos an der Festplatte vorbei. Okay, this one escaped me. This one definitely escaped me. Früher hieß es Helm ab zum Gebet, heute heißt es Hirn ab zur Solidarität. Oh, the war, okay. Is it talking about the Nazi... error. Okay, take the helmet away for prayer, because you know when you want to pray, for men you have to take off things from your head to pray, because you can't cover your head. So take away the helmet for prayer, but now he's saying take away the brain for solidarity, so you don't think. Natürlich hat sich auch etwas verändert nach den Anschlägen, auch in Deutschland. Wir Deutschen sind doch normalerweise ein Volk von 80 Millionen Fußballexperten und potenziellen Bundestrainern. 80 million soccer experts, because Germany's population is 80 million plus. Are you lovable? Und damals wurden wir quasi über Nacht zu einem Volk von 80 Millionen Islamexperten und potenziellen Antiterrorspezialisten. Okay. Und die große Frage ist doch bis heute, wie unterscheide ich den friedlichen Muselmann vom gemeingefährlichen islamistischen Terroristen? Das Tragen von Kopftüchern und langen Bärten hat sich nicht als gutes Unterscheidungsmerkmal. No, definitely not. Schon war der Verfassungsschutz völlig überfordert. Wie, die haben die Bärte abgemacht? Da können wir sie nicht mehr finden. So they felt they were experts, so they look for, you know, them ones that are quite a bit fanatical, okay, them ones that are very dedicated to the faith, okay, because they have a certain look, they cover up, they have the beard. But now he's saying that the ones that attack, the ones that have ulterior motives, they try to blend in to be like the normal people. So now you can't even tell, okay, you can't tell, all right? Woran erkennen Sie Terroristen? Neonazis erkennen Sie leicht. Funktionäre von der NPD, die erkennen Sie am Gehaltscheck vom Verfassungsschutz.
Oh. Is aber it? Woran Terroristen? Mohammed Atta, die Terrorbestie aus Hamburg, war doch genau das, was sich Otto Schily und der Beck... Was exactly what Otto Schily and Baxter imagined perfectly integrated foreigner to be? ...Stein unter einem perfekt integrierten Ausländer vorstellen. Mohammed Atta sprach wesentlich besser Deutsch als laut der PISA-Studie 2/3 unserer deutschen Schüler. Wow, okay. Der hat sogar seine GEZ-Gebühren bezahlt. Okay. Da wissen Sie nicht mal, was das ist, ne? Ja. Ist eine TV-Lizenz. Der hat die GEZ-Gebühren bezahlt als Student. So basically, like he was well integrated into the German culture with the Germans, so you can't even tell him apart from a real German. Is that what he's saying? Mohammed Atta. So Mohammed Atta, Mohammed El-Amir Awad El-Sayed Atta was an Egyptian terrorist hijacker and the ringleader of the September 11 attacks in which United States commercial aircraft were commandeered with the intention of destroying specific civilian, military and governmental targets. Okay. Sofort wurden die Kriterien für die Rasterfahndung verändert. Es musste was passieren. Wir alle sind da bedroht durch den islamistischen Terror. Spüren Sie die Bedrohung nicht? Wie viele Deutsche sind im Kampf gegen den islamistischen Terror schon gestorben? Allein die Raucher, die finanzieren das ja alles. Seit Januar 2002 extra Aufschlag auf die Tabaksteuer. Zweckgebunden für den Kampf gegen den Terror. Millionen von Euro kratzen die Raucher sich jedes Jahr aus ihren Lungen im Kampf gegen den Terrorismus. Man ist ja schon froh, dass wir bei der Flut im Osten nicht auf die Trinker zurückgegriffen haben. Yeah, because I know you guys have floods, okay? I know you guys have floods. I'm trying to piece it together. I'm trying. Yeah, this is mad. 150.000 Deutsche sterben jedes Jahr in den Folgen von Rauchen. 50.000 Deutsche sterben in den Folgen von Saufen. 6.000 bis 7.000 sterben im Straßenverkehr. Der Preis der Mobilität. Preis der Mobilität. Weil Geiz ja geil ist, lassen die Spediteure ihre Lkw-Fahrer so lange durch die Gegend fahren, bis die übermüdet einschlafen und Menschen totfahren. Ungebremst auf Stauende. Unerklärlich. Der Preis der Mobilität. Ich nenne das gesellschaftlich akzeptierten Massenmord. Die alten Menschen in Deutschland haben Angst vor Al-Qaida. An ihrer Stelle hätte ich Angst vor deutschen Busfahrern. I see what he's doing. People are scared of the extreme, okay? Scared of the extreme, being careful. But he's saying it's like a lot more people die from what is socially acceptable, like the drivers being overworked, overtired, okay, running over people, rather than even the Al-Qaeda, okay? Because once you see Al-Qaeda, you're like, scared. But you see the drivers, you're like, oh, safe. But no, the driver is there sleeping. You should be very afraid. Ich nenne das gesellschaftlich akzeptierten Massenmord. Die alten Menschen in Deutschland haben Angst vor Al-Qaida. An ihrer Stelle hätte ich Angst vor deutschen Busfahrern. Because you don't see them coming. Die Trefferquote ist wesentlich höher. You see them coming. They have the higher heat count by far. You don't see them coming. Or you see them coming and boom. Grippe. Jedes Jahr stinkt normale Grippe, nicht SARS oder sowas. 15.000 Deutsche sterben durch Ärztepfusch. Jedes Jahr. 15.000 Tote durch Ärztepfusch. 15.000? Da müssen Al-Qaida-Kämpfer lang dran stricken. Das macht der Hartmann-Bund montags nachmittags. Aber was sind all diese Toten? Was sind sie im Vergleich zur Bedrohung durch den islamistischen Terrorismus? Denn das ist der deutsche Albtraum. 30 Jahre lang nicht rauchen und dann beim Terroranschlag ins Leben kommen. After watching Volker Pispers for a while, now I'm beginning to understand him more. And I'm enjoying it more, actually, no lie. Und deshalb müssen Maßnahmen ergriffen werden, wenn sie noch so sinnlos sind. Die Bevölkerung muss das Gefühl haben, es werden Maßnahmen ergriffen zur Sicherheit. Metin Kaplan muss ausgewiesen werden, der Kalif von Köln. Er tanzt dem Rechtsstaat auf der Nase herum. So weit haben wir es gebracht. Dass Menschen, die ihre vom Gesetz verbrieften Rechte in Anspruch nehmen, dem Rechtsstaat auf der Nase herumtanzen. So weit hat es die Hysterie in Deutschland schon wieder gebracht. Ja. Jetzt wollen sie potenzielle Terroristen ausweisen. Das wird lustig. Wie heißt die Formulierung im Gesetz? Tatsachengestützte Gefahrenprognose. Mal gucken, wie lange das Bundesverfassungsgericht braucht, um den wieder zu kippen. Tatsachengestützte Gefahrenprognose. Das war der Irakkrieg auch. Tatsachengestützt vom Geheimdienst. Wollen Sie wirklich Deutschland sicher machen, indem Sie potenzielle Terroristen ausweisen? Wie naiv sind Sie eigentlich?
Wann haben Sie Deutschlands Grenzen zuletzt in Ruhe mal angeguckt? Wollen Sie Terroristen rausschmeißen? Wer hier rein will, wirklich was anstellen will, der schafft das auch. Da können Sie doch in einem Haus alle Fenster einschmeißen und sagen, jetzt schmeißen wir mal alle Mücken raus. He's basically saying, it's impossible. It's impossible because how can you distinguish, okay? How can you see a person and know their intention? How can you, okay? It's not gonna work. That's basically what he's saying. Es gibt nur eine Möglichkeit, Deutschland richtig sicher zu machen, und die haben wir 1989 abgerissen. Wait, wait, what did he tell him at 89? Let's see. Oh, the Berlin Wall! The Berlin Wall! Vielleicht ist es das, was Beckstein, Schilly und Schönbaum eigentlich wollen, ne? Eine schöne Mauer, die ist aber ganz drumherum, um ganz Deutschland, eine richtig schöne Mauer. Da like Trump in Mexico. Alle Ossis haben wieder einen Job. Diesmal schießen sie auf die, die rein wollen, nicht mal auf die, die raus wollen. Hoffentlich können wir sie rechtzeitig umtrainieren. Der Fingerabdruck muss in den Personalausweis. Na klar, der Otto Schiele hat gesagt, der Beckstein hat recht. Wir sollen uns nicht anstellen mit dem Datenschutz. Die Spanier hätten den Fingerabdruck seit über 30 Jahren im Personalausweis. Und das stimmt, das hat der General Franco noch eingeführt. Chilis großes Vorbild. Franco, General Franco. Let's see. Francisco Franco Bahamonde. Okay, born 4th December 1892 to 20th November 1985, was a Spanish general who led the nationalist forces in overthrowing the Second Spanish Republic during the Spanish Civil War and therefore ruled over Spain from 1939 to 1975 as a dictator. Okay. I see. Ist in Spanien blöd gelaufen. Hat ein Diktator eingeführt, ist der Demokratie in die Hände gefallen. Chili macht das lieber umgekehrt. Und sobald wir den Fingerabdruck im Personalausweis haben, dann sind wir sicher, ne? Ich wette mit Ihnen, dann haben wir genauso wenig Terroranschläge wie die armen Spanier. Bis neulich. Saying you're bringing ideas from a dictatorship into democracy. He said, well, let's see how that's gonna work, okay? Because dictatorship already on its own is a terror, okay? It's a terror. Then how much more if you imbibe it into democracy, then how's that gonna help? Okay, how's that gonna help? Basically, that's what he's saying. Yo, listen, I see this guy like a storyteller. It's actually more interesting as a storyteller, okay? Like I said, at first, I was expecting to listen to German humor, and then you guys say, no, German satire, I tried German satire. Now this is German political cabaret, okay? But the way I see it so far is storytelling, lessons and lectures on history. I've learned so much from him, so much just watching both Vocal Peace Plus from part 1 to 5, and obviously the other one, the integration and the German identity. But yeah, I must say, nice one, interesting, Vocal Peace Plus, he just goes straight, he hits the nail on the head. No questions asked, okay? He don't mess about, he don't talk around, no small talk. Just straight. And to be honest, this one, I found it so enjoyable, so understandable. When I say enjoyable, I'm not saying I enjoyed all the atrocities that happened in history. Okay, I'm saying enjoyable in the sense that it was easy to listen to, easy to understand, and yeah, I definitely loved this. Anyway, guys, this is your boy Shady Shady, one and only. Also, I want to say there are so many German content on German humor, German satire, and political cabaret that have no translations. So, if you know anyone that's good at putting translations, subtitles, I'm very, very interested in that. Okay, please do contact me, hit me up. Let's have a chat because there's so much to do. And yeah, do let me know your criteria as well. And then, yeah, we shall get it done. Anyways, be your boy Shady Shady, one and only, guys. Do let me know what you think about this in the comment section. Also, make sure you smash that like button, subscribe, give me some love. It's gonna be a peace out. Oh, I love you more than words can say. You are me. Oh, you are the light that shines my way. You are me. Oh, I love you more than words can say. You are me. Oh, you are the light that shines my way. You are the day, the moon.